So, damit willkommen zurück. Aufnahme läuft. Wir dürfen hier jetzt gegen Aragorn kämpfen. In Ithilien mit Gothmog. Wird nicht leicht, ist aber machbar. Ist definitiv machbar. Ich muss es nur smart spielen. Was auch immer das heißt. Jetzt schauen wir einfach mal. So. Gut, wir holen uns erstmal das Geld. Gothmog kriegt hier das da. Genau. Machen wir mal so. Das hilft schon mal etwas. Genau. Du brauchst keine Armee. Du kommst alleine klar. So, meine Maus spackt ein bisschen ab. Möchte ich mal eine Pinzette, er hat so ein paar Haare, die sich da so, ne? Die sich im Laser verdingselt haben. Aber als Mann besitzt man keine Pinzette. Leider. Na, stereotypisches Klischee. Haben wir wieder schön embraced. So. Der hat Führerschaft, das ist mega stark. Du fängst halt am Level 1 mit Führerschaft an. Brauchst du aber auch, damit deine Armeen irgendwas machen können. Muss man ehrlich sagen. So. Na komm, so. Ja, nee, warte mal. Ich brauche ja Ausbilderei. Baumeister töten. Okay. So. Gut. Ja, du bist verletzt, aber du lebst noch. Alles gut. So. Nee, da ziehe ich mich zurück. Sorry. Das probieren wir gar nicht erst. Da ziehen wir uns schön zurück. Bisschen Heilung, bisschen zurückziehen. Du nimmst jetzt so einen Baumstamm hier. Die gehen da hoch. Hast du einen Baum? Warum hast du keinen Baum? So. Jetzt hast du einen Baum. So. Schafft er das? Ja, das schafft er. Sehr gut. Sehr gut. Nice. So muss das. Ja. So. Troll lebt. Ja. Kommt schon klar. So, geht's mal näher und kriegt dann ein bisschen Führerschaftsbonus. Genau. Der hat einen sehr kleinen Radius, der Gothmog, ne? Das merkt sie auch. Ist aber okay. So. Gut, der Baumeister, den ich verletzt habe, der lebt natürlich jetzt wieder mit vollem Leben. Der hat sich geheilt. Aber das ist nicht so tragisch. So. Gut. Gut, also, machen wir mal Olifanten. Die sind nämlich super stark. So, ja, das Auge beobachtet auch, was du hier machst. Bombs. Komm schon. Bombs. So, such mal einen Ort zum Fressen. Will er nicht. Auf den Troll muss ich aufpassen, das ist wichtig. Den will ich nicht verlieren.
Zieh mal den mal zurück. So. Gut. Passt. Der heilt sich. Oh, der heilt sich. Wie geil ist das denn? Mega nice. So. Staub und Ruine, das höre ich gerne. Macht's mal. So, und gerade Dömmel. Baumeister töten, genau. Wichtig ist natürlich, dass ich die Truppen, die ich jetzt habe, auf der Map später behalten darf. Deswegen ausbilden. Der Troll, der muss halt, der ist so wichtig. Such dir mal einen Ort zum Fressen. Will er nicht. Okay. Ja, du musst da weg. Du musst da weg. So. Bums. So. Ja, so wichtig ist das Gebäude jetzt nicht. Der Troll ist halt wichtig, dass nicht stirbt, ne? So, Olifant. Teuer, aber lohnt sich. So. Reiter. Ja, wenn er viel mit Reitern spielt, ist natürlich doof. Aber bald gibt's einen Olifanten. Das wird dann ganz gut. So. So, erstmal alles böllern. Führerschaft und Zaubern, Führerschaft und Zauber. Ja gut, das ist alles Overkill hier. Das ist alles Overkill. Aber egal. So. So. Bis der Olifant rauskommt, ne? Dann ist halt vorbei. Sobald der Olifant kommt, habe ich gewonnen. Boom. So, mach mal Ork fressen. Vielleicht? Maybe? Nein? Doch nicht? So, Olifant. Gut. Gut. So, los geht's. Oh, egal. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Turm. Was ist ein Turm? L. Diese Hotkeys, Leute. Und Bums. Ja, es tut schon weh. So. So, wo ist der Olifant? Da. Mach mal sowas hier. Trampel, 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 trampel. Wow. Wenn ich den behalten dürfte. Huhu! Stellt euch mal vor, ich dürfte den ganzen Bums hier behalten. Das Spiel wäre dann schon gewonnen. Ja? Aber, zumindest durfte ich leveln. Ich habe einen Troll gelevelt. Oh, stimmt. Ich kann das hier leveln. Oh, das sollte ich unbedingt tun. Ja, ja, ja. Nichts mehr ausbilden hier, sind fertig. Alles Stufe 2. Oh, ich könnte mir noch Feuerpfeile gönnen. Das mache ich. Das mache ich. Wir machen das kaputt und dann rennen wir nur hier so die Gehöfte kaputt. Genau. Der Rest interessiert dann auch niemanden mehr. Ja, ja. So. So. Ich glaube, die Belagerungswerke brauche ich nicht, aber die Feuerpfeile nehme ich noch mit. Einfach, was man hat, hat man, wisst ihr? Kann sein, dass es sich lohnt oder nicht.
sind wir dann. So. Easy, ne? Schön dahin. Genau, nochmal erweitern. Weil auf die Feuerpfeile zu gehen macht Sinn. Es macht einfach Sinn. Bum bum. Bum bum. Bum bum. So. So. Genau. Also die Olifanten sind schon krass. Eins, zwei und dazu. Ah so, jetzt gibt er auf einmal auf. Na gut. Macht ja Sinn, ne? Doof ist es trotzdem. Na gut, okay. Egal. Zumindest Stufe 2. Stufe 3 für den Helden. Alles gewonnen, gelevelt, soweit es geht. Passt. Nehme ich mit. Gefällt mir. Ist in Ordnung. Ist ein guter Start. Passt soweit. So, behalten darf ich natürlich wieder nichts, aber das macht ja nichts. So. Gut. Alles klar. Sehr schön. Passt. Gut. Dann kann ich einen Olifanten aus... Ja. Wenn ich das Geld hätte, könnte ich einen Olifanten hier ausbilden. Okay. Ich hätte einen Olifanten-Rush machen können. Habe ich nicht. Ist aber auch nicht notwendig. Ne? So. Wichtig ist, Truppen auszubilden. Erstmal die Billo-Truppen. Genau. So. Ja. Und jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, ich versuche die Menschen sofort zu vernichten. Scheiß auf die Toten, verliere ich eh. Na, ist einfach so. Aber hier habe ich eine Festung, die kann ich verteidigen. Der hat da eine Festung gebaut. Festung wird schwer, weil er hat eine Menge Kohle und er kann Baumeister ausbilden. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ohne Armeen? Knifflig. Weil der Hexenkönig ist gut, okay? Andras ist eine echt blöde Map. Wenig Geld? Ich kann sein Dings vernichten. Wäre riskant. Also das muss ich mir überlegen, das ist riskant. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, die Totensümpfe kann ich vergessen. Ist einfach so. Hier bilde ich Billokrams aus. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil nächste Runde möchte ich eigentlich... Das Ding ist, Gothmog muss weiter. So, und ich werde hier unten kämpfen müssen und ich werde hier kämpfen. Wenn ich die Menschen weghauen will, dann habe ich nicht viel Zeit. Wieso hat der 5 Territorien? 1, 2, 3, 4. Wieso 5? Ah, ne, 4. Ich habe mich verguckt. Okay. Ja, ich glaube, so mache ich das. Uhuhu. Das ist klar. Das ist egal. Wenn er hier reinrennt, kann ich deffen. Nicht easy, aber es geht. Wenn er hier reinrennt, free win. Ja. So, das war klar. Okay, ich muss... ich muss jetzt hier deffen. Später. Deffen. Einnehmen, einnehmen, deffen. Zwei Deffs. Das geht. Wenn ich das gewinnen würde, könnte ich... Boah. Die Menschen auszulöschen wird nicht leicht. Die Zwerge kommen ran. Boah. Ja gut, okay. Ich habe jetzt eh bloß eine Schlacht, die ich schlagen kann. Ich kann mir vielleicht nächste Runde einen Olifanten gönnen. Schaut's mal, das Geld geht hinaus für einen Olifanten. Frage ist, will ich das? Muss man mal gucken. Aber Olifanten sind halt super stark, ne? Sind halt mit dem Trample ziemliche Heldenkiller. Sie sind tanky. Feuerpfeile sind nicht mehr so krass gegen sie. Sie sind halt langsam und schwerfällig. Aber sie sind tanky und machen so viel Damage. Ich glaube... Wisst ihr, was, wie nächste Runde ausschauen wird? In der nächsten Runde schicke ich diese Orks hierhin zum Verteidigen. Gothmog und Saurons Mund holen sich diese beiden Länder. Umba und Harad, genau. Run war ja da oben, ne? Ja, genau. Umba und Harad. Dann ist Aragorn
weg, tot, wie auch immer. Wenn die Elben zusammen mit den Menschen, was ich hoffe, hier reingehen, kriegen das die Elben. Das heißt, die Menschen kriegen kein neues Land. Das ist weg, das muss weg sein und dann muss ich nur noch Minas Tirith einnehmen und dann habe ich's. Und dann wird es sauschwer. Aber okay, jetzt schauen wir erstmal, ob ich das hinkriege. Wenn ich das hier verkacke, war es das. Ich könnte es auch nicht versuchen, aber ich will es versuchen. Ich will es versuchen. Wo komme ich an, ist die Frage. Und wo kommt Saruman an? Aber den kann ich töten. Ich muss erst Isengard weghauen und dann gegen die Menschen. Das wird halt ein Uphill-Battle. Aber ist okay, ist machbar. So. Gut. Okay, das ist gut. Ich könnte mir den Trollverbündeten holen. Das wäre nicht schlecht. Das und die Dunkelheit. Ja, machen wir mal so. So. Gut. Schauen wir mal, wo ich die finde. Warte, gehen die normalerweise nicht über die Brücken? Ich glaube, er geht normalerweise über die Brücke. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, mal gucken. Ja, genau. Das ist halt das Ding. Wenn man die KI kennt, kann man da was machen, ne? So, Nummer 1 weg. Nummer 2 weg. Fertig. Okay. Das sind die Dinge, wenn man das Spiel lang genug spielt, kennt man diesen ganzen Bums, ne? So, ich halte mich nicht mit Grab und Holden und auf, sondern ich gehe sofort rüber, um so viel zu stressen wie möglich. Baumeister töten, etc. Da ist schon einer. So. Ja, das wird auch eine Festung sein. Interessanterweise hat der Baumeister das überlebt. Die anderen aber nicht. Das ist seltsam. Gut, einer ist schon mal tot. Das muss ich töten. Das ist ganz wichtig. Das darf er nicht bekommen, weil ich muss gucken, dass ich seine Truppenanzahl niedrig halte. Und ich will nicht gegen Elben kämpfen müssen. Elben sind nämlich super gefährlich. So. Kaputt. Sehr schön. Gut. Dann geht ihr mal da lang. Beziehungsweise ihr geht da lang. Das können wir angreifen. Gut. Gut. Baumeister töten. So, wie viel Schaden macht der? Geht eigentlich. Die Festung ist nicht so gefährlich. Dass der die noch nicht one-shotten kann, wundert mich. So, ich bekomme eine neue Fähigkeit dazu. Und Krabum. So. Bisher macht er sehr wenig. Aber ist gut. Dann ist das ein Free Win. Soll mir recht sein. Okay. So wirklich viel scheint die KI da jetzt gerade nicht zu können. Sehr schön. So. Gut. Und das hier. Genau, das machen wir kaputt. Das gehört uns. So. Ja gut, wenn die KI nichts macht, ist natürlich extrem einfach. So. Okay. Genau, Baumeister töten. Der baut nur Baumeister gerade. Okay, ich glaube, die KI ist broke, aber wenn das ihre Strategie ist, cool, soll mir recht sein.
So, dann holen wir uns mal den Troll auf seiner Seite. Ja. Da 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 da, Freedom. Na komm. Nehmen wir mit. Ja, erschaffen würde ich jetzt nicht sagen, dass wir den haben. So. Jetzt baut er Stuff. Schaut's mal. Okay, jetzt fängt die KI an, gefährlich werden zu wollen. Aber nicht mit uns. So. Rabenhold töten. So, der Troll ist da, genau. Okay. Noch ein Höhlentroll. Ja, machen wir noch ein paar mehr. Oh, er hat einen Helden ausgebildet. Glaube ich. Wo ist Lord Alex? Ich glaube, der hat den doch ausgebildet, oder? Vielleicht auch nicht, aber ich dachte, es gehört zu haben. Das habt ihr auch gehört, oder? Ich werde dieser Armee treu dienen oder was auch immer. Ja, war ich mir sehr sicher, das gehört zu haben. Naja. Gut, Katapulte. So. Der bildet sehr viele Bogenschützen gegen mich aus. Ich glaube, ich muss mich mal zurückziehen. Weil ich hier gerade ein bisschen viel verliere. Ja, das ist gerade noch nicht so toll. Das ist gut. Ich bin maxed out. Ernsthaft? Batsch. So, da unten bunkere ich mich ein. Die KI schlägt ordentlich zurück, schaut's mal, das ist nicht ohne. Na? So. Und wusch. Das macht halt schon krassen Schaden. So, Katapulte. Ich hatte mal ein Multiplayer-Spiel, da ist jemand mit Mordor auf Ramen Rush gegangen. Das war ätzend. Es hat mich jetzt nicht getötet, ich habe gewonnen, aber es war wirklich interessant, weil du kannst gegen Ramen Early gar nicht so viel machen. Also sie sind halt tanky, sie sind nicht teuer und sie machen guten Schaden. Also Gehöfte kriegt man damit sehr gut kaputt. Das war heftig. Das fand ich echt eine sehr interessante Strategie. Muss ich ehrlich sagen. Das hatte ich so nämlich auch noch nicht gesehen. Ach, die waren das, die Hampelmänner. Ja, jetzt. Okay, er gibt auf. Gut, dankeschön, Freeven. Okay. Boah. Ich habe Hunger, Bauchweh. Aber es gibt erst heute Mittag zu essen. Tja. Okay. So, Aufnahme beenden und eine mache ich noch. Eine. So. Und dann piu, 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 bum, bum, puh, puh. Und dann sehen wir mal weiter. Nichts behalten, auch wenn ich gerne würde, aber ich darf nicht. Trollo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 l. Null passt. So. Der Plan geht auf, Leute. Der Plan geht auf. Bisher. Mal schauen. Okay. Und dann gucken wir mal, was nächste Runde passiert. Heyo there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care, bye bye.
Thank you.